vielen herzlichen Dank. Danke auch für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Kurz zur Erklärung, die Sozialbau AG ist eine Unternehmensgruppe, die aus mehreren Gesellschaften besteht, einer Aktiengesellschaft, die gemeinnützig ist, zwei GmbHs, die gemeinnützig sind, vier Genossenschaften, die ebenfalls gemeinnützig sind und noch ein paar Spezialgesellschaften dazu. Wir verwalten in Wien ungefähr 52.000 Wohnungen. Das ist die größte gemeinnützige Bauträgergruppe. Wiener Wohnen hat 220.000 Wohnungen, die sie verwalten, also ungefähr viermal so groß. Und wir bauen etwa, wir haben momentan ungefähr 2.000 Wohnungen im Bau. Alle Wohnungen, die wir bauen und die wir verwalten, sind sozusagen Affordable Housing, also leistbares Wohnen. Der Großteil davon ist mit Wohnbauförderungsmitteln errichtet und wird auch weiterhin mit Wohnbauförderungsmitteln errichtet. Falls nicht ein Problem auftaucht, nämlich dass wir haben zwar gehört, dass Housing, also Wohnen, eine Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten ist. In Österreich seit 1989 ist das Regelwerk, die Zuständigkeit für das Regelwerk auf der Ebene der jeweiligen Bundesländer geregelt. Also die einzelnen Bundesländer, so auch Wien, können für ihr Bedürfnis, für ihren Bedarf an Wohnungen jeweils die Regeln schaffen, die sie für richtig finden. Sowohl in der Wohnbauförderung als auch in der Bauordnung als auch in der Raumplanung. Bei der Bauordnung haben wir gehört, ist vor zwei Wochen eine sehr wesentliche neue Regelung geschaffen worden, weil auch in Wien das Problem aufgetaucht ist, dass sehr viele Investoren Liegenschaften gekauft haben. Die große Nachfrage bei begrenztem Raum klarerweise hat dazu geführt, dass die Liegenschaftspreise gestiegen sind, mit der Konsequenz, dass für den Bereich des geförderten Wohnbaus eigentlich die meisten Liegenschaften, die angeboten wurden, zu teuer waren. Die Stadt Wien oder konkreter das Land Wien hat sehr rasch reagiert. In einem Diskussionsprozess, der wenige Monate gedauert hat, hat man die Entscheidung getroffen, dass man eine neue Widmungskategorie schafft, nämlich eine Widmungskategorie für gefördertes Wohnen mit einer ganz wesentlichen Besonderheit, nämlich dass geregelt wurde, dass in diesem Bereich, der für gefördertes Wohnen gewidmet wird, die Grundkosten mit einem bestimmten Betrag gedeckelt werden. Heißt, man greift regulatorisch in die Preisbildung für Liegenschaften ein, um auch in Zukunft leistbares Wohnen in ausreichendem Ausmaß zu gewährleisten. Die Stadt Wien ist wie viele andere Städte sehr attraktiv. In den letzten Jahren sind 20.000 bis 25.000 Menschen in einem Ausreißerjahr 2016 sogar über 40.000 Menschen nach Wien übersiedelt. Die neueste Bevölkerungsprognose geht davon aus, dass es sich eher reduziert auf 15.000 bis 12.000 Menschen pro Jahr. Aber auch 12.000 Menschen heißt ungefähr 6.000 zusätzliche Wohnungen, die alleine durch diesen Zuzug notwendig werden. Das heißt, auch in Zukunft wird Wien eine sehr stark wachsende Stadt sein. Wenn man davon ausgeht oder aufgrund der Erfahrungen davon ausgeht oder überlegt, welche Menschen sind das, die kommen, ist wahrscheinlich die Annahme, die Frau Stadträtin Gahl auch schon erwähnt hat, dass etwa zwei Drittel davon Menschen sein werden, die beim leistbaren Wohnen auf geförderten Wohnbau angewiesen sind, wahrscheinlich sehr richtig, und daher ist auch die Festlegung, die man als Planungsrichtlinie definiert hat, dass zwei Drittel der Wohnungen oder des Wohnbaus, die neu gewidmet werden, in diesem geförderten Bereich sind. Was heißt das gefördert? In Wien und eigentlich generell in Österreich heißt gefördert, dass nicht nur die sozial Schwächsten
Zugang zu diesen Wohnungen haben, sondern auch Menschen, die dem Mittelstand zugerechnet werden können. Das hat mehrere Gründe. Einerseits, wenn man davon ausgeht, 25, 30 oder vielleicht maximal ein Drittel des Einkommens soll für Wohnen aufgewendet werden, dann erfasst das diese Bevölkerungsgruppe. Es gibt aber auch einen zweiten Hintergrund, der hat damit zu tun, dass man eine geordnete Stadtentwicklung haben will, wo auch eine soziale Durchmischung gegeben ist, wo nicht die sozial Schwächsten an einem Bereich und die Mittelstand und die reicheren Menschen in einem anderen Bereich wohnen, sondern wo es möglichst eine Durchmischung geben soll, weil man aus der Erfahrung weiß, weil man aus der Vergangenheit weiß, dass auch sozusagen die sozial funktionierendsten Gesellschaften sind. Genau dort könnte ein Problem entstehen, wie wir gehört haben, nämlich wenn gesagt wird, die Länder haben zwar die Kompetenz, Wohnen zu regeln, aber gleichzeitig über Beihilfenrechte Diskussion aufgemacht wird, dass Förderung, also Wohnbauförderung ist gleich Beihilfe, nur an sozial Schwache gegeben werden kann, also dieser sogenannte Touch Case, dann wäre das eine massive Bedrohung für diese funktionierende Stadtentwicklung, die es in Wien, aber auch in vielen anderen Städten gegeben hat und gibt. Und daher ist das ein ganz wesentlicher Punkt, der auch schon angesprochen wurde. Wenn man sich überlegt, was ist der Hintergrund? Also Beihilfenrecht oder die Regelung des Beihilfenrechts hat ja eigentlich den Sinn, einen funktionierenden Markt zu gewährleisten, also Marktverzerrungen zu vermeiden. Jetzt sind wir aber im Bereich des Wohnens nicht in einem funktionierenden Markt, und zwar relativ aus zwei Gründen. Das eine ist, der Konsument hat üblicherweise keine Möglichkeit zu entscheiden, ob er wohnt oder nicht wohnt, ob er eine Wohnung braucht oder eine Behausung braucht oder nicht braucht. Zumindest in unseren klimatischen Verhältnissen ist es notwendig, um dauerhaft überleben zu können oder gesund bleiben zu können, dass man eine Wohnung braucht. Das heißt, da gibt es schon sozusagen ein Ungleichverhältnis. Das zweite ist das Problem der Schwerkraft sozusagen. Die Häuser müssen aufgrund der physikalischen Gegebenheiten irgendwo stehen. Die Oberfläche der Erde ist begrenzt, auch die Fläche der Städte sind begrenzt. Das heißt, ich habe dort eine Situation, dass Liegenschaftseigentümer ganz einfach schon wieder eine wesentlich stärkere Marktmacht haben, als die, die die Liegenschaft brauchen, um darauf Wohnungen zu bauen. Also wir haben ein Beihilfensystem, ein Wettbewerbsregeln, die einen geordneten Wettbewerb herstellen wollen oder sichern wollen, aber wir haben hier keinen perfekten Markt, sondern eben einen imperfekten Markt, und darauf sollte entsprechend Rücksicht genommen werden, und das wäre auch sehr wünschenswert. Das Zweite, es kommen natürlich von der transnationalen Ebene regelmäßig Regeln, die bestimmte Anforderungen stellen, die nicht die einzelnen Mitgliedstaaten regeln oder vielleicht bei Richtlinien die Möglichkeit haben, im Rahmen der Richtlinien es zu regeln. Also zum Beispiel das Thema Ökologie. Ein Anliegen, das zu Recht besteht. Wir haben in unserer Branche, also im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus, immer wieder auch die Diskussion, dass die Förderung, die Wohnbauförderung strengere Regeln vorsieht im geförderten Bereich als im frei finanzierten Bereich, zum Beispiel auch bei ökologischen Maßnahmen. Es gibt viele, die das kritisieren. Ich habe es immer verteidigt. Ich habe gesagt, wenn die öffentliche Hand Steuermittel einsetzt, um zum Beispiel Bauen zu fördern, dann ist es nachvollziehbar, dass die öffentliche Hand auch sagt, dass sie bestimmte Anforderungen erfüllt haben will, um beispielsweise halt Pariser Abkommen etc. Zu erfüllen. Aber es setzt Förderung voraus. Und da sind wir wieder sozusagen beim gleichen
Thema. Die Einschränkungen sollten von der europäischen Ebene nicht in der Form stattfinden, dass zum Beispiel Dutch Case derartige Eingriffe erfolgen. Ich schaue jetzt, weil ich nicht genau weiß, ob ich noch Zeit habe. Nein? Gut. Also Schlusssatz noch. Es war vorher die Frage, ob man steuerliche Begünstigungen im Bereich von Wohnbaugesellschaften geben soll, oder es wurde kritisiert. Ich würde es nicht apodiktisch kritisieren, ich würde sagen, es soll dann steuerliche Förderungen für Wohnbaugesellschaften geben, wenn die auch bestimmte Verpflichtungen übernehmen. Das ist das Prinzip des gemeinnützigen Wohnbaus in Österreich, in Deutschland Ende der 80er Jahre abgeschafft. Ich glaube, mittlerweile wird es bedauert. Und zwar deshalb, weil wir bekommen, wir sind Körperschaftssteuer befreit, also wir zahlen nicht 25% Körperschaftssteuer wie andere Gesellschaften, aber wir haben auf der anderen Seite extrem starke Verpflichtungen. Wir dürfen unsere Gewinne nur in ganz beschränktem Ausmaß ausschütten. Wir müssen Gewinne, wenn wir welche machen, wiederum in den Wohnbau investieren im Sinne des Generationenvertrages. Wir haben beschränkte Mieten auf Dauer des Gebäudes und wir vermieten auch nur unbefristet. Das heißt, wir bieten extrem viel Sicherheit für das, was wir an Steuerbegünstigung bekommen. Danke.